Nicht immer macht es Sinn, sich jedes Modem, das man mal ansehen oder testen mag, selbst zu besorgen. Aus diesem Grund habe ich mich 2021 mit Alicia in Zürich-Altstetten, wenige Meter vom IBM-Gebäude entfernt, getroffen. Denn sie hatte ein US Robotics Modem noch original verpackt. Es handelt sich um das USR Robotics Courier 56K V42. Mit Mission Critical Connectivity wird auf der Verpackung geworben. Wie die meisten Business-Modems kann dieses USR auch Standleitung und andere Features, die im Consumer-Bereich selten genutzt wurden. Beim Öffnen, und ja, wir sehen hier diesmal ein anderes Taschenmesser wie üblich und auch andere Hände, da die Unboxing-Erfahrung der Besitzerin gebührt, sehen wir, dass dieses Modem im Jahr 2007 noch einen Aufkleber erhalten hat. Es handelt sich vermutlich nicht um das Herstellungsdatum, sondern eher um das Pack- und/oder Versanddatum. Nachdem die Umverpackung entfernt ist, brillieren die braunen Kartonfarben. Beim Öffnen fällt sofort ins Auge, dass man hier wenig Plastik verwendet. Das Modem liegt in einem durch Pappe getrenntem Fach und in dem anderen findet sich Zubehör und Anleitung. Strom erhält das Netzteil durch einen C7-Anschluss, der meist am anderen Ende einen Eurostecker hat. Die transformierte Spannung sind 15 Volt und 0,8 Ampere, die dem Modem geliefert werden. Weiteres Zubehör sind RJ11 Western-Steckerkabel sowie ein Ferritkern-Mantelwellenfilter. Dieser kann zur Entstörung von Kabeln genutzt werden, damit die hochfrequenten Übertragungen das Kabel etwas weniger zu einer abstrahlenden Antenne machen. Definitiv ein Detail, das ich bei einem Modem als Zugabe in dieser Form noch nicht gesehen habe. Datenkabel gibt es selbstverständlich auch dazu. Papiere und Daten dürfen auch nicht fehlen. Es gibt neben Registrierkarte eine CD-ROM sowie ein Quick-Start-Guide und ein Handbuch. Besonders auffällig sind die DIP-Switches auf der Rückseite, die schnelle Einstellungen ermöglichen, ohne ein Terminal nutzen zu müssen. Ein Feature, das besonders effektiv ist, das haben andere Hersteller versucht, mit menügeführten Displays zu lösen. Schneller wird jedoch die DIP-Switch-Variante gewesen sein. Auf der Front gibt es einen Data-Voice-Schalter und seitlich kann die Lautstärke vom Modem verstellt werden. Ebenfalls ein Feature, das im Konsumentenbereich schwer zu finden war, wenn überhaupt. Das Modem selbst wirkt auf Fotos breiter als es ist, dafür aber auch kürzer. Mit satten 12 LEDs hat man den aktuellen Modem-Status immer im Blick. Nicht nur im Quick-Start-Guide sind die meisten AT-Commands aufgeführt, die man im Betrieb braucht, sondern sogar auf der Rückseite des Modems findet sich eine aufgedruckte Liste. Wie sich das Modem im Test schlägt, seht ihr wie immer in einem gesonderten Video.